Jo, moin, ihr Flüht und auch heute mit Antran und Rettchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 hier im wunderschönen Südhämmern. Mit dabei ist der Banause. Hallo. Und der Schwabenboy. Mahlzeit. Und unter anderem natürlich. Genau, und meine Wenigkeit. Und wir sind hier gerade am wunderschönen Biergarten vom, ich glaube, das heißt Sperrwerkmühle oder so hier, glaube ich. Wassermühle. Die Spreewehrmühle heißt, okay. Ich dachte, das ist eine Sperrwerkmühle, weil hier so ein Sperrwerk ist. Okay. Ja, und haben unser Bier hier. Einer verkauft uns auch das Bier. Yeah! Wo wir vielleicht noch verkauft? Oder die Hälfte selber gesoffen hat schon? Wahrscheinlich nach dem Rückwärtsanpackmanöver ist die Hälfte weg. Eine Anhänger schon leer. Unterwegs. Ich glaube, da war eine Brauerei schon leer, so wie ihr zwei drauf gefragt seid. Nee, so. Theoretisch könnte ich eigentlich im Kreis rum auch nicht erfahren, das müsste eigentlich theoretisch funktionieren. Oder hier so ganz pauschal mal behaupten. Ja, das scheint ganz gut zu funktionieren hier. Zumindest mit dem ersten Anhänger. Ja, aber ja. Gibt zwar keinerlei Animation, aber. Kann man drauf verzichten? Na doch, ich habe Animation. Der Blend ist 32.264, 46. Na, siehst du wohl. Und dann kannst du die Überhänger. Also ganz ehrlich, guck mal hier, die wissen auch nicht, wie sie das Ding hier betitelt haben wollen. Ne? Hier steht jetzt Biergarten Wesermühle. Am Gebäude steht dran. Boing, 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 boing. Boing. Spreewehrmühle. Ich hätte es als, rein weil es zutreffend ist, sogar eher Sperrwerkmühle betitelt. Oh, das ist so depp. Was heißt denn Sperrwerk? Na, hier ist ein Sperrwerk bei diesem Restaurant. Nee, da ist einfach eine Wassermühle. Ja, ein Sperrwerk. Sperrwerk ist ja was anderes. Ja, historisches. Zierisches. Brauchst du hier noch ein paar Wände ein? Also, warte mal, die gehen gar nicht bis zum Boden, die Wände. Ja, was ich sagen wollte, Anna, du kannst die Anhänger dann gleich dem Händler verkaufen. Okay. Ich gehe gar nicht bis an den Grund. Ja, ja. Freischwebende Konstruktion. Buggy, kann so nicht spielen. Freischwebende Konstruktion. Aber guck mal dran, was am Gebäude dran steht und was dann hier vorne an den Fahnen dran steht. Brot und Orangen. Das Tolle ist, das sieht aus, als ob auf dem Brot als Butterbelag irgendwie Algen liegen. Salatblatt. Ist das so ein Salatblatt? Das sind Gurke. Ja, das sind die Scheiben oben drauf. Ja, ja, ja. So, wo kriege ich das ist aber sehr quadratisch zurecht. Also es ist Knäckebrot mit Salatblatt, dann keine Ahnung, was das für ein Fleisch, wenn es überhaupt Fleisch sein soll, keine Ahnung, leicht dann zwei Scheiben Gurken. Ja, leicht und kross, gibt's auch. Und als Nachtisch gibt es dann hier. Ganz schön, ne. Auf jeden Fall, Schnitzel hätte ich ja hier erwartet bei dem Design. So Grill oder so. Es ist auf jeden Fall idyllisch gelegen. Ja, gut, das schön. Das auf jeden Fall, ja. Also, hier würde ich mich auch reinnehmen. Könnt ihr mir schon mal vorstellen, Feierabendbier zu trinken? Ja. Was ist das hier? Nehme ich mit. Muss nur mitlaufen, dann nehme ich die auch mit. Hoppla. Und da ich sollte nicht, ich sollte beim Fahren nicht nach hinten gucken. Da falle ich direkt runter, weißt du. Arno baut einen Unfall in den Fall runter. Das ist wahrscheinlich eher besser so gewesen. Ja, ja. Fahre ich überhaupt richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Rauf, dann links, dann rechts, dann links, dann rechts. Okay, und dann. Hier ist übrigens ein schöner Wald. Haben wir eigentlich Kettensägen? Ja. Müssen wir hier auch mal, obwohl der bringt ja nicht so viel Holz. Na, stimmt. Das Sägewerk ist nämlich leer. Immer noch nicht, oh Gott. Doch, das ist leer. Das ist kein Holz. Achso.
Aber dann bringt ja nicht so viel, das Holz, die Bretter. Ja. Da war da Palette 1800 oder so, da ist ja nix. Okay. Da ist ja schon wieder voll. Ist ja ganz schön frech. Füll es auf, mein Freund. Moin. Guten Tag. Hast du ja nicht noch verkauft? Ich bin auf dem Weg dahin. So was sagen wir sogar nicht da. Ja, sag mal, ich werde. Was machst du da? Ich werde auch nie ankommen. Och Mann, ey, ich habe aber auch ein Glück, das ist. Wir haben nicht 90 mehr nachvollziehbar. Grad vorhin. Ich helfe dem aber. Ach, guck mal, der geht weg. Okay. Ich habe jetzt gedacht, der vordere hängt. So, ich hätte den jetzt rausgeschoben. Habt ihr schon wieder. Ne, Anno hängt am Schild. Oh. Ups. So. Muss gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, ich kriege ihn eh nicht rückwärts hier ran. Willst du da den oder soll ich da machen? Ich krieg das im Leben doch nicht hin. Ich hoffe, das ist nicht. Stinkt schon eigentlich. Ist ja gut. Hallo, dich der Anno. Also. Also kreativ sieht sie aus, ne? Ja, hat man, ne? Der Fahrer ist auch mehr als dreist hier. Ja, da kommt er jetzt nicht mehr vorbei. Definitiv nicht. Ich will gar nicht wissen, was hier zu treiben. Komm mal da rein, dann wird das einfacher. Spiel und Spaß mit Anhängern. Wenn aus, ich tausche mal kurz die zwei Traktoren aus, gell? Welche? Mein gegen dein. Was? Ja. Brauch mehr Dampf unter der Haube. Arschend, kannst du mal gerade bleiben? Das geht doch. Hä? Warum drückt er sich weg? Was ist denn das denn? Ist das ein Stein oder so? Die Straße ist ein bisschen uneben. Vielleicht führt das dazu. Dürfte aber normalerweise eigentlich nicht so schlimm sein.
Ja. Aber langsam dran tasten, dann geht das. Nein, da war doch gerade der Trigger. Ja. Ha! Okay, umentschieden, ich war doch gerade was. Besten Dank. Jo. Ich weiß nicht, wie viel Verkehrschaos, mein Gott, ehrlich. Du hast unsere Erntemaschine abgestellt. An der abgelegensten Stelle der Karte, ja, aber Verkehrschaos pur. So, weiter geht's hier. Und dann bringst du den großen Hänger mit dann. Jep. Du fährst mit dir nochmal zur Brauerei und holst nochmal Bier ab, kannst du ab. Jep. Mit dem dürfte es jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, Rickwurz. Wieso stehen die Hänger noch da? Ich bin gerade dabei zu verkaufen. Aber er zieht jetzt irgendwie nur dein Traktor. Ja, ja, ich bin ja gerade weg. Verkaufsobjekt nicht. Jetzt schieb ihn doch wieder runter, das macht's besser. die Maschine auch, oder was? Ja. Aber unsere größere Sämaschine kaufen. Dank der Traktor für den Hänger, ich hoffe mal, ne? Ja, ja. Leicht. So, halbe Folge ist rum. Ich habe zwei Anhänger von A nach B gefahren. So was nennt man doch produktiv. Das ist gut. Sie eigentlich da auffüllen. Gut, das ist eigentlich auch keine Düngefunktion, aber das ist jetzt an. Wir haben einen Düngerstreuer. Das ist, glaube ich, nicht ganz so tragisch, oder? Ich glaube, da sollte man hinkriegen, dass man dann düngt. Weiß ich mal, wo der kleine Grupper steht? Zufälligerweise. Nee. Also wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, habe ich ihn in die Halle gepackt. Den kleinen? Ja, ja, den roten. Ah ja, ich habe ihn, ja. Park ein bisschen anpassen hier. Zeig's, was rumsteht.
kleine Spiel. Wie lange die Baustelle hier eigentlich noch ist, die ist ja seit 50 Folge hier. Sahne, du kommst nicht rein. Der kriegt keinen Triggerpunkt. Da gibt's also halt guck mal rein. Also ich bin der Meinung, ich habe eigentlich für meine Talente habe ich positiv eingepackt. Spring mal rein, aber Moment. Kann nicht rein. Du sitzt drin. Ja, bei Nause ist drin. Okay. Okay. So, ja, da steht Start Fill HS steht da. Nicht aufladen oder so. Was ist das dann? Ich sag mal Start Fill HS steht da und wenn du dann anmachst, wird das Stop Fill HS. Okay, okay. Also dann ist das an beladen. So, ich habe jetzt mal ein bisschen eingekauft noch, gell? Hast du was für mich gekauft? Weiß ich noch nicht. Für uns gekauft. Okay, die PFAS-Textur sieht merkwürdig aus, wenn das wie so Grashügel im LKW drin liegt. Ah, die Gerste dann bei Nause zur Brennerei, bitteschön. Jo. Was Schnappes, Bruder. Ich glaube, das Einzigste, was noch gefehlt hat. Wir brauchen jetzt zum Glück keine Leerpalette und keine Karons. Ist jetzt hier eigentlich gedüngt, wenn ich da grob. Ja, sehr gut. Das heißt, wenn wir Gruppen brauchen wir nicht Dünger. Durch den Carpet-Strom hat. Müssen wir uns melden. Zumindest so lange, bis wir Dünger dann selber produzieren können, dann sparen wir auch ein bisschen Geld noch. Hallo? Ja, merken wir uns. Da hab ich jetzt den Schlepper mit 400 PS, zieht jetzt mal den 15 Meter Gruppe, unglaublich. 16 km übers Feld hier. Ich glaube, der geht gar nicht schneller. Na, 17. Jetzt warte ich noch mal ganz kurz, bis der eine mal sein Bier verkauft hat, dann würde ich sagen, skippen wir die Nacht noch mal, oder? Vor allem müssten wir dann die Folge beenden. Okay. Theoretisch können Sie die Nacht skippen, dann
Die Folge dann. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein, wenn es weitergeht. Dann erfährt es noch kurz das Bier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es da ist. Schaut auf jeden Fall beim Banausi auf dem Kanal vorbei. Schaut beim anderen Kanal vorbei. Links dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao.